Herzlich willkommen zu Factorio Space Age. Ja, das hier ist die dritte Staffel von Factorio und wir spielen das neue DLC Space Age, das jetzt auch für Normalsterbliche spielbar ist, die nicht 3 Millionen Abonnenten oder so haben. Genau, deswegen starten wir rein in einen Einzelspieler. Also es gab ein großes Update zunächst, Factorio 2.0, auch kostenlos erhältlich. Für alle, die das Hauptspiel haben, wo dann jetzt schon einige Sachen geändert wurden und eben Space Age, womit man jetzt, nachdem man die Rakete gestartet hat, dann auch direkt weiterspielen kann. Das finde ich ist sehr, sehr interessant. Wird das Ganze nochmal deutlich verlängern, das Spiel. Ich bin mal gespannt, wie lange wir auch erstmal zur Rakete brauchen, bis wir also wirklich in dieses DLC reinkommen. In der ersten Staffel habe ich über 100 Folgen gebraucht, in der zweiten Staffel waren es dann nur gute 50. Wir lassen uns aber Zeit und hetzen hier nicht durch, machen das alles ganz entspannt, ganz gemütlich und gehen jetzt in den Einzelspieler in ein neues Spiel. Okay, wir haben jetzt hier verschiedene Sachen. Wir machen natürlich das freie Spiel Space Age. Deine Aufgabe ist es, eine interstellare Raumplattform zu entsenden. Du musst fortgeschrittene Technologien erforschen, um das Raketensilo freizuschalten und andere Planeten zu entdecken. Fange klein an, arbeite dich durch die Automatisierung hoch, errichte einen zuverlässigen Stützpunkt und greife nach den Sternen. Und vergiss nicht, dich vor den Einheimischen zu schützen, da sie deine Anwesenheit möglicherweise nicht zu schätzen wissen. Perfekt, das machen wir. Genau, es gibt dann halt verschiedene Planeten, auf die wir gehen können. Allerdings kann man nicht auf irgendeinem Planeten starten. Das ist dann mit Mods, die es wohl auch schon direkt zu Release gibt, möglich, sich einen anderen Planeten auszusuchen. Aber wir starten ganz normal auf dem Standardplaneten. Hui. So, und jetzt haben wir hier auch schon die verschiedenen Planeten. Also wir haben einmal Nauvis. Das ist der normale Planet, auf dem wir so sind. Ein gemäßigter Planet mit flachen Seen und üppigen Wäldern, reich an Wasser, Holz, Eisen, Kupfer, Kohle, Öl und Uran. Einige einheimische Arten sind hier feindlich gesinnt. Dann werden wir Vulcanus entdecken, ein heißer Planet mit Vulkangebirgen, Lavaseen, Ascheebenen und Schwefelsäuregeysiren. Reich an Erzen, Lava kann nur mit Hochbahngleisen überquert werden. Dann werden wir uns freuen auf Geleba, ein feuchter Planet mit tiefen Sümpfen, weitlaufenden Hügeln und fruchtbarem Land. Sümpfgebiete, sehr schön, können mit Land aufgeschüttet werden. Hügel behindern den Schienenbau, aber sie werden für die Landwirtschaft benötigt. Wir können uns freuen auf Fulgora, ein trockener, windgepeitschter Planet mit gewitterreichen Hochebenen und tiefen Ölmeeren, die mittels Hochbahnen überquert werden können. Es scheint einige Ruinen zu geben. Und dann dürfen wir uns noch freuen auf Aquilo, ein eisiges Ödland mit Meeren aus flüssigem Ammoniak und fluorspeienden Schloten. Bauwerke und Fließbänder gefrieren, wenn sie nicht durch angrenzende Wärmerohre oder andere heiße Bauwerke beheizt werden. Ja, ich würde sagen, das lassen wir alles mal so auf Standard. Dann können wir hier auch das Gelände noch ändern. Ja, aber auch hier würde ich die Sachen gerne erstmal auf Standard lassen. Feinde. Feindbasen und Feinde auf Geleba. Keine Feinde machen wir nicht. Friedliche Feinde machen wir nicht. Ein bisschen Spaß hier soll ja mit da drin sein. Mal gucken, wenn wir überrannt werden, dann ist das halt so. das würde ich dann auch hier erstmal auf Standard lassen. Und achso, der Kartengenerator. Genau, hier war das, was ich eigentlich gesucht habe. Jawohl. Und zwar gibt es noch die Möglichkeit Ressourcenreich, Marathon, Todeswelt, Todeswelt-Marathon, das scheidet schon mal aus. Marathon macht für uns auch keinen Sinn. Eisenbahnwelt hatte ich in Staffel 2 benutzt. Was ist denn eine Streifenwelt? Achso, ja, nee, das ist auch nicht so meins. Seen mit einheitlicher Größe und Klippen, die dazu neigen, die Küstenlinien zu folgen. Waldwege sind deaktiviert. Insel, eine große Insel in einem endlosen Ozean, das finde ich auch nicht so gut. Standard, ich glaube, ich bin heute einfach mal so ein bisschen für Standard. So ganz langweilig. Wenn man hier so ein bisschen... Ach, man kann ja auch Vorschau machen, das ist ja interessant. Das finde ich ja gut. Okay. Und dann kann man sogar hier die verschiedenen Planeten sich dann schon angucken. Ah. Das hat doch was. Wir wollen es aber natürlich nicht spoilern lassen. Man kann ja auch verschiedene Karten generieren.
das ist hier immer gleich. Wir werden auf jeden Fall den Kartenseed dann nochmal ändern. Marathon-Technologien sind teurer. Wie viel teurer sind die denn? Viermal so teuer. Ja, das ist... Todeswelt. Meister sind gefährlicher und entwickeln sich schneller. Das auf keinen Fall. Eisenbahnwelt. Genau, Ressourcenfelder sind groß und weit auseinander, was Zugsysteme begünstigt. Meister errichten keine neuen Nester und dringen nicht erneut in befreite Gebiete ein. Das ist natürlich auch nett. Vielleicht machen wir doch wieder eine Zugwelt. Okay. Häufigkeit ist halt deutlich reduziert. Dafür ist die Größe und die Reichhaltigkeit. Hier auf den anderen Planeten ist sie aber standardmäßig noch. Ja gut, Streifenwelt ist halt... Ne? Es ist sicherlich auch interessant, aber jetzt für einen Deals, für einen Durchgang jetzt nicht so geeignet. Sehen. Oder wir machen mal Sehen. Hier steht ja die gleiche Geländehöhe wie in Factorio 1.1. Also das klingt für mich so ein bisschen so, als würde irgendwas rausgehen. Ja, entweder Eisenbahn oder Standard. Ich tendiere für ein Let's Play tatsächlich doch eher zur Eisenbahnwelt. Einfach... Standard, also auch noch mehr die Sachen. Dass man dann die Sachen, ist es glaube ich insgesamt so ein bisschen angenehmer. Wir machen die Eisenbahnwelt. Ja, wir lassen es wieder bei der Eisenbahnwelt. Gut. Den Kartenseed hier nochmal ein bisschen durchwubeln. Da könnt ihr also, wenn ihr die gleiche Karte spielen wollt, könnt ihr das hier machen. Vorschau machen wir weg und wir steigen ein. Nach 7 Minuten dann tatsächlich auch ins Spiel. Okay. Ja, da sind wir, abgestürzt. Dies ist das freie Spiel in Factorio Space Age. Deine Aufgabe ist es, eine interstellare Raumplattform zu entsenden. Du musst fortgeschrittene Technologien erforschen, um das Raketensilo freizuschalten und andere Planeten zu entdecken. Fange klein an, arbeite dich durch Automatisierung hoch, errichte einen zuverlässigen Stützpunkt und greife nach den Sternen. Und vergiss nicht, dich vor den Einheimischen zu schützen, da sie deine Anwesenheit möglicherweise nicht zu schätzen wissen. Gut, dann müssen wir erstmal starten. Wir haben jetzt hier auch erstmal einen großen Felsen. Den können wir erstmal abbauen. Der ist nachher eh nur im Weg. Und wir haben schon mal unseren ersten Stein. Okay, wir haben hier auch immer so ein bisschen Bäume. Hier haben wir unser Eisen, unser Kupfer. Hier haben wir unser Eisen. Ich muss auch sagen, seit der letzten Staffel habe ich es nicht mehr gespielt. Das ist schon ein bisschen her. Hier haben wir Stein und hier haben wir Kohle. Muss ich einmal überlegen, wie war das nochmal? Wir können... So geht's. Schmelzofen können wir bauen. Holz und wir haben einen feuerten Erzförderer drin. Ja, wir werden sicherlich so ein bisschen Kohle brauchen. Ich ziehe mir die jetzt hier auch schon mal rein. Davon werden wir ein paar brauchen. So. Ja, dann können wir jetzt hier einen befeuerten Erzförderer reinstellen. Wir holen uns mal eben ein bisschen Kohle. Der Anfang ist halt immer ein bisschen schwierig bei Factorio. Beziehungsweise ein bisschen zäh. Aber so ist das. Ich werde mal die Musik noch ein bisschen leiser machen. Irgendwie bin ich doch ziemlich aufdringlich. Warte mal so auf 30, das reicht völlig. Muss ja auch so ein bisschen das Hauen schlagen, den wir müssen rausbekommen. So, dann können wir jetzt hier einmal die Kohle reinschmeißen. Achso, ja, aber jetzt zieht es natürlich... Schmeißt das jetzt vorne hin oder sammelt... Okay, er sammelt... Nee, das ist die Kohle, die ich habe, ne? Okay, wir brauchen schon noch... Oh Gott, ich muss jetzt hier echt mal wieder in die Steuerung reinkommen. Wir brauchen mal eben eine Kiste erstmal, wo das reingeht. Wir holen uns da mal so einen verknorrten Baum. Wir haben auch echt dicht die Beißer schon dran. Das wird lustig.
Die sind richtig dicht. So. Dann kommt das hier erstmal in eine Kiste. Dann haben wir schon mal Kohle. Dann hätte ich aber gerne noch mehr von diesen Erzförderern. Dafür brauchen wir aber Eisenplatten. Das heißt, wir holen uns erstmal ein bisschen Eisen. Ja, und noch läuft er voll. Auch das ändern wir noch. Aber eins nach dem anderen. Okay, 15 müssen erstmal reichen. Dann holen wir uns hier einmal die Kohle raus. Wir tun hier wieder die Kohle rein. Dann brauchen wir einen Ofen. Ja toll, da brauchen wir natürlich auch wieder Kohle für. Das muss erstmal reichen. Tun hier unser Eisen rein. Und dann kriegen wir jetzt hier unsere Eisenplatten. Sehr schön. Doch, das ist schon schick. Okay, ich sehe gerade, hier werden irgendwelche Discord-Nachrichten aufgenommen. Das ist natürlich schwierig. So, dann haben wir jetzt hier wieder ein bisschen Kohle. Die können wir hier wieder hineintun. Und dann können wir hier uns die Eisenplatten rausholen und können dann jetzt einen befeuerten Erzförderer bauen. Die brauchen sogar nur 3 Eisenplatten, das ist ja ganz okay. Und dann können wir den sogar hier hinsetzen. Gucken einmal, ob wir hier wieder Kohle haben. Und zack. Jetzt fördert der nämlich Eisen und das landet automatisch hier drin. Genau, und dann stellen wir jetzt hier schon mal so leicht automatisiert Eisenplatten her. Das ist doch schön. Das hier funktioniert auch. Nice. So, jetzt haben wir wieder genug und können hier die nächsten herstellen. Und jetzt können wir zum Beispiel den hier hinsetzen und dann befeuert der diesen hier. Das ist schon mal ganz praktisch. Jetzt wird aber der hier nicht befeuert, sozusagen. Ich weiß gar nicht, ob das dann hier auch automatisch dann so durchläuft. Oder ob der jetzt nur dafür da ist, den eben... Ja, jetzt ist auch noch Nacht. Wir brauchen also mehr von diesen Erzförderern. So. Da kommt noch einer hin. Und dann brauchen wir noch einen. Achso, uns fehlen noch... Wir brauchen 9 Eisenplatten. 7 haben wir schon mal. 8. 9. Können wir noch einen machen? So. Und so, jetzt brauchen wir die Kiste hier eigentlich erstmal nicht. Dazu brauchen wir jetzt hier diesen Greifarm. Wir können sogar schon Fließbänder machen, das ist ganz gut. Befeuerten Greifarm brauchen. Unser Ziel ist natürlich am Ende erstmal die ersten Forschungspakete zu bauen. Dachte ich. Ja, eine leichte Rüstung wäre auch ganz praktisch. Dafür brauchen wir 40 Eisenplatten. Jetzt erstmal noch Zukunftsmusik. Nein, das wollte ich nicht. Ah, okay. Ach, wir haben die Forschung automatisch schon laufen gehabt. Okay. Okay. Ist aber neu. So, wir haben Dampfkraft. Die haben wir einfach bekommen, indem wir 50 Eisenplatten hergestellt haben. Das ist neu. Das war früher anders. Okay. Und wir brauchen dann als nächstes Elektronik, indem wir 10 Kupfer... Platten herstellen. Ja. Und das Labor brauchen wir auch noch.
Gut, aber dann würde ich sagen, ist das jetzt hier erstmal das nächste. Wir werden also Kupfer herstellen. Ansonsten wäre es natürlich schön. Na gut, dann nutzen wir das jetzt einfach mal, wenn wir jetzt hier auch. Ja, jetzt können wir sogar schon Strom erzeugen. Eisenplatten. Das haben wir noch so einen Greifarm hier. Zack. Jetzt brauchen wir Kohle. Die muss hier rein. Und die muss hier rein. Dann haben wir jetzt hier sogar schon eine Kiste, wo Eisenplatten reinkommen. Immerhin, 6 Stück. Ist ein Anfang. Und jetzt wäre es natürlich gut, wenn wir dann hier ein Förderband haben, dass wir dann hier auch die Sachen dann direkt reinbekommen. Ja, aber wir wollen ja jetzt auch Kupfer herstellen. Das heißt, wir brauchen nochmal so einen Ofen, dafür brauchen wir Stein. Dann können wir jetzt zum Beispiel mal ein bisschen aufräumen. Ansonsten haben wir hier ja noch so ein kleines Steinfeld. Achso, der Greifarm. Ey, der ist auch Blödsinn da. Das geht ja so schon in die Kiste rein. Nee, geht's nicht. Okay. Dann riskieren wir es mal. Wenn wir mal jetzt hier so erste Förderbänder bauen. Das wird das Wichtigste werden, was wir die nächste Zeit bauen werden. Wir machen jetzt hier schon mal volle Automatisierung hier. Achso, dann können wir es ja direkt von da machen. Das machen wir jetzt ja gar nicht hier hinten anfangen. Zack. Und dann brauchen wir wieder Greifarme. Dann können wir da einen Greifarm hin tun. Da einen Greifarm hin tun. Und dann brauchen wir im Grunde hier noch einen Greifarm, der dann eben Kohle hier auch diesen Greifarm gibt. Die können wir auch erstmal hier reinziehen. Ich hoffe, das funktioniert so. Nee. Dann machen wir das hier ein bisschen anders. Achso, nee, das funktioniert auch nicht, ne? Wo der müsste sich doch Kohle dann hier rausnehmen eigentlich. Ich meine, das funktioniert so. Zack. Dann kann das auch wieder alles weg. Wieso nimmt er sich denn hier einfach keine Kohle raus? Das ist ein bisschen schade. Und ich kann nicht einen Greifarm machen, der jetzt diesen Greifarm. Doch, das müsste doch gehen. Wir probieren das mal. Wir nehmen hier mal die Kohle raus. Ah, ja doch, das funktioniert. Perfekt. Dann Kupfer. Kupfer war hier oben. Und wir müssen auch mal gucken, dass wir vielleicht ein bisschen Munition hier machen. Bisschen Sorge habe ich ja, dass das Nest hier schon direkt nebenan ist. Aber mal gucken. So, wir brauchen. Ach so. Einen Ofen. Im Grunde müssen wir jetzt den gleichen Kram nochmal bauen. Nur das mit dem Unterschied, dass wir die Kohle nicht hochkriegen. Aber das ist nicht schlimm. Den Ofen haben wir schon mal. Und dann machen wir hier erstmal einen Erzförderer. Und packen den darüber. Der braucht die Hälfte an Kohle. Die andere Hälfte bekommt der. Und dann haben wir jetzt hier die Möglichkeit, 10 Kupferplatten herzustellen. 2 haben wir schon mal.
Da müssen wir jetzt nur erstmal ein bisschen warten. Und zum mal Kohle. Und hier haben wir jetzt schon eine ganz automatisierte Eisenproduktion. Das ist herrlich. Ja, um die Kohle hier hochzukriegen, ist schon ein bisschen komplexer. Also brauchen wir deutlich mehr. Wir müssen den natürlich hier runterstellen, aber dann haben wir immer noch eine recht lange Strecke, die wir da zurücklegen müssen. Ansonsten würde ich tatsächlich gerne dann einmal Richtung Forschungslabor gucken, aber wir können es noch nicht herstellen. Wir haben jetzt das hier. Erforscht durch, stelle Gegenstand Labor her. Ah, das können wir jetzt wahrscheinlich erst machen, weil wir jetzt die elektronischen Schaltkreise bauen können. Gucken wir mal. Ja, da haben wir das Labor. Aber wir brauchen mehr Eisen und wir brauchen mehr Kupfer vor allem. Da haben wir Eisen. Und jetzt will noch die Kupferplatten. Müssen wir es haben. 18. Perfekt. Dann können wir jetzt unser Labor herstellen. Ich würde sagen, jetzt ist die Musik ganz weg, aber so ganz ist es nicht. Okay, und jetzt haben wir hier auch schon die Möglichkeit, Greifarme, elektrische Greifarme herzustellen und kleine Strommasten. Perfekt. Damit können wir jetzt die roten Forschungspakete herstellen. Und die brauchen wir dann zum Beispiel, um die Automatisierung freizuschalten, um Geschütztürme freizuschalten, Lampen, bessere Waffen, Mauern, bessere Logistik oder auch ein Radar. Und das, was ich als erstes gerne haben möchte, das sind die elektrischen Erzförderer. Die brauchen wir auf jeden Fall. Der Rest ist erstmal ganz nett. Stahlverarbeitung kriegen wir ja auch schon. Wichtig ist jetzt aber erst einmal, die elektrischen Erzförderer herzustellen. Dazu müssen wir aber erstmal unsere Forschung irgendwo hinsetzen. Wie wäre es denn mal hier so zwischen? So, damit die funktioniert, brauchen wir aber Strom. Okay. Um Strom herzustellen, vielleicht macht das hier keinen Sinn. Wir sollten sie in der Nähe des Stroms stellen. So, dann gehen wir einmal hier hoch. Wir könnten jetzt überlegen, ob wir unser Raumschiff noch einmal abreißen. Irgendwie finde ich es aber auch ganz schnieke, wenn das hier einfach liegt. Bis zum Ende. Mal gucken. Erstmal sammeln wir hier die Wrackteile ein. Die brauchen wir hier nicht mehr. Die nehmen nur Platz weg. Das Große, das lasse ich erstmal noch. Okay, hier nochmal zwei Eisenplatten. Okay, dann haben wir das Wrack soweit aufgeräumt. Ja, nicht ganz. Das kann auch weg. Okay, das lassen wir erstmal aus Nostalgiegründen noch hier liegen. Und jetzt haben wir hier das Wasser. Okay, und um das herstellen zu können, ja, ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Das wird also das große Ziel sein, Strom zu produzieren. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.